Corona ist vorbei, Fitness hat wieder stattfinden. Die Arbeitsgruppe Fitness hat sich auch zum Ziel gesetzt, Jugendliche aus der Region, der ganzen Landwehrberg und dem Fürstentum Liechtenstein bei der Berufsfindung, insbesondere in den Bereichen für Technik und Naturwissenschaften, behilflich zu sein. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler von der 6. Klasse bis zur 2. Oberstufe, das auf der Schweizer Seite, und von der 1. bis zur 3. Sekundarstufe in Liechtenstein. Workshops sind im Bereich Technik, Mechanik, Elektronik, IT, Chemie, Labor, praktische Arbeiten. 32 Firmen haben ihre Tore geöffnet. Wir sind beim 3. Tag, am 22. März, dabei gewesen, und da war auch der Beatiner Regierungsrat dabei gewesen. Und zuallererst sind wir in der Flumrock gewesen, zu Flums. Also herzlich willkommen, die meisten sehe ich zum ersten Mal. Mein Name ist Pieter Kadrubi, ich bin technischer Direktor hier bei der Flumrock. Unser Geschäftsführer, der Damian Gort, lässt sich entschuldigen, er ist in Dänemark. Sonst wäre er natürlich auch gerne hier. Und der Umberto De Vito ist Geschäftsführer von der BAMAG. Das ist unsere Tochtergesellschaft im Engineering-Bereich. Und ich habe vorher gesagt, mein Herz schlägt natürlich, man hat in 5 Minuten extrem viele Gemeinsamkeiten gefunden. Weil ich habe auch Berufslehre gemacht und mein Herz schlägt natürlich höher, wenn man sieht, dass man junge Leute begeistern kann für so etwas. Wir haben, so wie die erfahren, 1 Stunde Zeit. Von 2 bis 3 haben wir ein Zeitfenster bekommen. Und wir würden dann zuerst in die Elektrowerkstatt über, in den Betrieb. Und dort sind die Automatiker. Gehen schnuppern mal, was eine Automatikerausbildung eigentlich beinhaltet. Und dann würden wir über zur Firma BAMAG, wo wir dann in die Konstrukteurenausbildung ein bisschen reinschauen dort. Mal, dass wir Gelegenheit haben, um hier reinschauen und die Firma Flumrock auch zu besuchen. Das Thema ist ja bei uns jetzt Fitness. Und der Sepp als Vater von dieser Fitness, als Gründer von der Fitness, und ich da jetzt als Präsident weiterführen. Der Sepp ist natürlich nach wie vor in der Arbeitsgruppe dabei. Sind wir natürlich froh, dass eben Firmen wie Flumrock hier mitmacht mit den Workshops, die hier angeboten werden für die Jugendlichen. Dieses Jahr haben wir ungefähr 300 Jugendliche, die in die 3 Tage, 1., 8. und 22. März am Nachmittag hier mitmachen. Und es ist für die Firmen eine Challenge, es ist natürlich auch für die Organisation eine Challenge, bis dann hier jeder am richtigen Ort ist. Aber und wenn sie da sind, dann würde ich gut zu ihnen schauen, aber dort habe ich kein Bedenken, dass das hier nicht klappt. Also nochmal recht herzlichen Dank, dass ihr das macht und dass wir heute noch mit den Türen mal ein Auge scheinen. Ja. Freddy, was heisst denn Fitna? Ja, das ist eben die Förderung von diesen MINT-Berufen, dass man die Leute mehr, die Jugendlichen ein bisschen mehr daher bringen, wieder an die technischen Berufe. Als Humanist, dir ist bekannt, im Koran ist Fitna eine schwere Prüfung, gell? Ja, das ist es auch, weißt, auch bei uns. Darum heisst es Förderung der Interessen für Technik und Naturwissenschaft bei Jugendlichen. Und dass wir die Interessen fördern können, ist nicht immer so ganz einfach. Es braucht nebst viel Einsatz auch eine ganz grosse Organisation, damit jeder das richtige Ort kommt. Und entscheidend ist für uns, dass sowohl Firmen wie die Jungen selber etwas daraus profitieren können. Die Jungen finden Zugang zu verschiedenen Berufen, können eigene ausloten, können auch schauen, da passt mir und ein bisschen schmecken, wie es in dieser Firma zu und her geht. Nicht einfach nur googeln und dann sind sie gleich weit. Und auf der anderen Seite hoffen wir natürlich auch, dass die Firmen Lehrlinge finden, Lehrstellen können belegen, wo nachher sie, gefreute junge Leute, ihre Firma, wie der Herr Ruhi gesagt hat, aufnehmen können. Als Kantilehrer, Rektor von der Kanti Sargans, bist du schuld, dass so Fachkräftemangel gibt, dass alle Kanti wollen? Nein, ich habe gerade kürzlich eine Zusammenstellung gesehen, die darf ich, da bin ich interessiert, die noch weiterzugeben. Wir haben im Sarganserland 16%, die den gymnasialen Weg nachher wählen. 16% vom Jahrgang sind viel weniger, als man meint. Und wir haben im industriell gut beleiteten Rintal nur 14%. Am meisten hat die Region Rorschach, nicht einmal die Stadt St. Gallen. Und wir haben vorher ein bisschen diskutiert, wenn wir hören von Gebieten, wo 45 und 40% in die Kante gehen oder weiterführende Schulen, dann müssen wir einfach schon sagen, wir müssen miteinander den Mittelschulweg, den Lehrberuf, müssen miteinander an unsere Jungen herbringen, dass sie überhaupt eine gute Berufsausbildung machen können. Die beiden Ausbildungen, Gymnasial und Berufslehrer, sind gleichwertig, ich betone wirklich gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und nur wegen dem Finanziellen muss man nicht in die Kante. Ein rechter Beruf
Meister hat ebenfalls recht. Und mit den additiven Möglichkeiten in der Berufsausbildung kann man unter Umständen noch sehr schnell weiterkommen. Aber wir brauchen auch derjenigen, die in der Bank bleiben und arbeiten. Beat, bevor wir dann dazu kommen, man schafft es mit BMS zum Regierungsrat, gell? Es braucht keine Kante. Ja, also es ist sicher so, dass man so mit einer Berufslehre schafft, in die Regierung können, gewählt zu werden. Was aber für mich jetzt heute im Vordergrund steht, und darum bin ich auch sehr gerne gekommen, ein Betrieb im ganzen Land, einen in Bux, um natürlich auch eben vor Ort ein bisschen zu sehen, wie die jungen Leute mit Begeisterung sich auch für eine Berufswahl können entscheiden können. Aber was für mich ebenfalls wichtig ist, ich möchte heute auch zwei Betriebe können zusätzlich als Vorsteher vom Volkswirtschaftsdepartement kennenlernen. In der Flumrock bin ich jetzt als Volkswirtschaftsminister noch nie gewesen, wie nachher später in der IMT in Bux. Darum sind das immer gute Gelegenheiten, eben auch ein Thema, Berufsbildung, Berufswahl können auch mit einer Unternehmensbesichtigung können zu verbinden. Gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, das Danke zu sagen, der Lehrlingsausbildenden, der Verantwortlichen in den Betrieb, wo da natürlich doch ein sehr grosses Engagement, nicht nur jetzt in der Präsentation heute von diesen Berufen, sondern auch in der Ausbildung von diesen jungen Leuten sehr viel Zeit und Engagement aufwerfen und da natürlich auch einen wesentlichen Beitrag leisten, dass wir auch dem Fachkräftemangel, wo wir in der ganzen Schweiz, aber auch im Kanton St. Gallen, immer wieder jetzt feststellen haben. Und der wird natürlich aufgrund der demografischen Entwicklung noch grösser werden, dass wir da natürlich auch mit einer guten Ausbildung, aber indem man natürlich auch die jungen Leute und die Berufsleute kann weiterpflegen, auch gut betreut sind, eine gute Ausbildung natürlich können abschliessen. Da bin ich überzeugt, da schaffen wir auch eine wunderbare, gute Voraussetzung, dass man dann eben nachher auch Ressourcen hat, damit man Stellen, die offen sind, auch wieder besitzen kann. Wie gesagt, 32 Firmen haben ihre Tore geöffnet. Flumrock war auch dabei gewesen. Ja, ich will. Und das haben auch die Mädchen und Buben gesagt, die daher gekommen sind. Ja, ich will. Zuerst in der Abteilung Automation. Also wir haben hier das Ausgangsmaterial, eine Aluminiumplatte. Und zuerst, was sie eigentlich machen, ist die Kante rein, von Hand feilen oder mit der Schleifmaschine. Und am Schluss sieht es so aus, sie können abkanten. Mit einer Bügmaschine, die wir dort hin. Dann neu bohren, dann stanzen, dann nieten, dann Gewinn schneiden. Und dann am Schluss dann sie Kabel anschliessen auf eine Klimme. Da. Auf dieser Platte ist fast alles vereint, was der Automatiker macht. Er macht mechanische Bearbeitungen und auch elektrische Anschlüsse drin. Bei uns ist natürlich auch das ein Schaltanlagenbau, den er macht. Aber das ist jetzt so ein kleines Teil, das er bei uns macht, dass er eben alles gemacht hat. Warum bist du jetzt im Flumrock gekommen? Ja, weil es super da cool ist und es ist jetzt auch bis jetzt cool. Echt? Ja. Ist es kompliziert hier? Nein. Nee? Und du als Mädchen finde ich toll, gell? Wie bist du hergekommen? Meine Eltern haben das im Internet gesehen. Und dann sind wir zuteilt worden. Möchtest du mal so etwas machen, etwas Technisches, so in dieser Art? Mein Onkel hat das auch schon gemacht und wir haben in der Schule Zukunftstag gehabt. Und also ich kann mir das schon vorstellen, aber ich kann mir auch ganz anders vorstellen. Was für ein Beruf ist jetzt das genau? Was ich jetzt mache? Ja. Ich lerne eigentlich Automatiker. Ja. Jetzt im vierten Lehrer, aber das wäre jetzt eher der Polymechaniker, den wir im Moment machen, dass das mehr der mechanische Bereich ist. Aber das tun wir nicht auf den Strombereich wechseln. Automatiker, gell, ist noch relativ kompliziert zu lernen, gell, die Ausbildung. Ja, das ist eigentlich 4 Jahre. Verschiedene Sachen, ja. Sehr viel Verständnis. Ja. Aber ja, es geht irgendwie schon. Gut, ne? So, du kannst die zweite Seite nehmen. Gut. Wie bist du jetzt gerade zum Flumrock gekommen? Ich bin eigentlich einfach so zugeteilt worden. Ja. Hast du einen Berufswunsch, den du gerne möchtest lernen möchtest später? Weißt du etwas? Noch nicht so. Könnt auch noch etwas studieren? Kommt auch in Frage? Eher nicht. Eher nicht. Etwas Handwerkliches? Ja, schon eher. Habt ihr das selber gebogen hier, selber gemacht? Ja. Aber das ist schwierig, hä? Nein, es geht noch. Einfach. Sie helfen uns gut. Möchtest du schon einen handwerklichen Beruf lernen, oder? Ja, ich weiss es nicht, aber wahrscheinlich schon, ja. Hast du schon einen gewissen Berufswunsch? Nein, eigentlich noch nicht. Was bringt es dir das, dass du herkommen kannst?
Ja, dass man jetzt schauen kann, was man so macht später. Droht immer an die Sicherheit, gell? Da musst du immer schauen. Ja, da kann ich eben. Genau. Das Problem ist, wenn man es ist, ich kann eben mit dieser Hand abstellen. Und die Brille ist auch wegen der Spähen, ja. Nehme ich an. Ja, genau. Ja, das, und auch mit dem Bauerputz natürlich. Oder mit dem Bauerputz, dann habe ich ein Problem mit den Brillen da. Ja. Aber interessant, so eine Arbeit, ne? Er ist voll dran. Fertig abstellen. Jetzt, wir zwei sind ja nicht unbedingt das Handwerker, oder? Beat? Also ich bin froh, wenn ich jeweils ein Bild gerade aufhängen kann. Aber ich finde es immer wieder spannend, mit welcher Präzision und Genauigkeit das geschaffen wird. Ja, hier ja, in der Elektrowerkstatt von der Flumrock bauen wir auch viele Schaltschränke bauen für unsere eigenen Anlagen, wenn wir Ergänzungen haben, Erneuerungen oder Investitionen, die wir tätigen. Und da sind wir natürlich froh, haben wir das Know-how auch in-house. Aber es ist noch relativ kompliziert, gell, das Ganze. Man unterschätzt es noch schnell, dass eine Berufslehre drückt noch einmal. Ja, sicher, es ist anspruchsvoll. Gerade hier jetzt Automatikerlehre ist sicher ist ein anspruchsvoller Beruf, sehr interessant, vielseitig. Und jetzt gerade in der Industrie kann ich natürlich den ganzen Bereich anbieten. Aber ja, es ist anspruchsvoll, das ist so. Und in der heutigen Zeit auch relativ krisensicher. Also man findet nicht ganz einen Haufen Handwerker natürlich, oder? Nein, das ist absolut. Eigentlich haben wir immer schon gesagt, Handwerker, der hat einen goldenen Boden und das bewahrheitet sich jetzt natürlich erst recht. Das ist eine glänzende Aussicht, absolut. Jetzt sind so Mädchen da? Ja. Das geht auch, Mädchen, kein Problem. Absolut, absolut. Die gute Kolleginnen, die lernen von Freunden, die lernen Zimmermann, Schreiner und Automatiker oder Mechaniker, ist kein Problem. Freddy, Vollblutpolitiker oder ein bisschen handwerkliche Fertigkeiten? Handwerkliche Fertigkeiten. Dann werden wir uns aber noch sehen, komm jetzt. Ja, doch. Ist auch einmal eins rausgeschlagen. Ja, rausgeschlagen. Ich habe Mechaniker gelernt, oder? Und nein, aber ich muss vielleicht Brille haben, sonst schlage ich gleich auf die Finger. Da schlägt dein Herz also höher, gell, wenn ja, das siehst. Ja, das schlägt ganz sicher höher. Das schlägt ganz sicher höher. Du schon jetzt etwa mal noch ein bisschen? Nein. Aber dir ist wichtig, dass man einen Nachwuchs hat bei den Handwerkern, oder? Hallo? Bist du? Ja, ich hätte das besser. Ist gegangen? Ist gut gewesen? Es ist schon draußen. Du hast eigentlich so ein Ding rausgenommen. Ja, du bist ja Maschine, hoi Freddy. Ja, logisch. Aber natürlich gerade auch jetzt beim Energiethema. 40% von der Energie geht über Gebäude weg. Da sind wir immer schon gut positioniert und liefern einen wichtigen Beitrag. Wir machen da von Felsberg, Vernetz, Vorarlberg. Mit der Platte wird formstabil. Und nutzt die Frage zurück, und wir haben eigentlich 2.000 bis 3.000 verschiedene Artikel. Also je nach Dimension, je nach Gewicht, Rolle, Platte, je nach Anwendung gibt es so verschiedene. Das ist jetzt ein Kontrollraum da von der Linie 2, von der Linie 3, wo der Maschinist dann da einfach die ganze Herstellung, die Zuschneidung, wir können schleifen, Querfräsen, Seitenfräsen, kundenspezifisch dann eigentlich herstellen. Und wir zum Teil wird alle 40 Minuten ein neues Produkt umgestellt. Also das ist dann sehr lebendig und es gibt wieder Verschiebungen, weil Bestellungen sind dann gleich wieder nicht so, wie es jetzt alles sein. Aber ich sage, auf das müssen wir uns ausrichten, weil dann bestellt man das Material nicht von Polen, sondern von uns. Also wie lange geht die Zeit durch vom Umstellen von der einen Produktlinie in die andere? Das ist je nach Produkt, geht das bis zu 10 Minuten. Wir probieren schon natürlich die Produktionsplanungen so machen, dass es ähnliche zusammenkommen, dass es wenig Unterbrüche gibt. Aber wenn also viele gute, erfahrene Leute, die das dann auch gut managen können. Wenn wir 4 Wochen Lieferzeit hätten, dann kannst du sagen, ja, dann hole ich es irgendwie vom Ausland, weil ich muss es 4 Wochen vorher planen. Also, das ist auch ein Vorteil, finde ich. Dass es ein bisschen chaotischer vielleicht zu und her geht.
das, was wir im Lager haben, können wir sofort liefern. Genau. Wenn es aus der Bestellung kommt, wie schnell muss das gehen? Wir haben Lieferzeiten von, je nach Produkt, von 1 bis 3 Tagen. Sind wir in der Lage, das herzustellen? Wir haben relativ eine grosse Produktvielfalt und können sehr schnell auf Kundenwünsche reagieren und dann die entsprechenden Produkte herstellen. Und das ist der Vorteil gegenüber günstigeren Angeboten, zum Beispiel aus dem Ausland? Oder nehme ich an Transportkosten, die auch wegfallen? Genau, erstens sind wir kundennah. Wir haben eine sehr gute Beratung, die wir bei den Architekten, Unternehmern und Verarbeitern anbieten können. Und sicher können wir auch kundenspezifisch, also als Beispiel bei uns können wir ein Päckchen haben, und Paletten, und bei anderen Kunden muss ich immer ganze Paletten nehmen und schnellere Lieferzeit. Das ist natürlich auch ein riesen Vorteil für uns. Was für Berufe gibt es bei euch genau? Wir haben Automatiker, Logistiker, wir haben Konstrukteur, Polymechaniker und kaufmännische Lehrberufe, die wir anbieten dürfen. Ja. So, dunkelblau. Was machen wir, wenn es dunkelblau ist? Genau. Bist du zufrieden mit mir? Jetzt hat's? Ja, doch, durchaus. Ist auch, ja. Nein, ist halt schwierig am Anfang noch. Wir lernen das ja eine Zeit lang. Also wir haben dafür ja Schulungen und bei so einem kurzen, das ist immer, machen sie es meistens alle recht gut. Und dann nehmen wir da Umstellung, neues System und so weiter, oder? Ja, nein, das ist nicht das Problem. Also für uns jetzt generell gar nicht. Und ich meine, hier die Schüler, die machen das nur mit unserem einen System hier, deswegen passt das echt gut. Und wie geht's bei dir? Kommst du raus? Ja. Aber interessant wär's, oder? Ja. Und, was meinst du? Ja, also ich bin der Erste, der dran war. Also wenn man es das erste Mal macht, ist es schwierig, aber ich glaube, auch wenn man das ein paar Mal dann macht, gewöhnt man sich dann auch dran. Du auch? Interessiert? Ja, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich glaube, es ist sicher cool, um das zu machen. Hast du schon einen Berufswunsch? Nein, nicht so richtig. Aber etwas Handwerkliches oder eher studieren oder so? Ja, handwerklich eher. Jetzt hier auf die linke Kante vom Teiling. Genau. Jetzt kannst du dort oben über Distance, also blau leuchten, kannst du einsiegen. Ja, wir probieren es ein bisschen. Gut, und jetzt hast du auch eine Schräge drin. Jetzt machen wir das Gleiche hier rechts auch noch. Also wieder eins. Du musst wieder auf die Schämpfe drücken. Ist schwierig oder interessant? Oder? Wie hast du so? Sie machen jetzt so etwas, wo jeder kann. Ein Beruf auch vermeiden? Sicher? Ja. Bist du jetzt im dritten Jahr? Okay. Im zweiten. Zweiten? Ja. Warum hast du den Beruf genommen? Ich wollte nicht auf dem Baustelle oder in der Werkstatt, aber ich kann eigentlich auch nicht ein KV machen und ich habe mich schon immer für Mathe und so weiter interessiert und halt für technische Sachen. Darum ist Konstrukteur der richtige Beruf. Aber es täuscht noch, gell? Ja, kommt drauf an, ne? Nein, weißt du, ich meine, von der Fähigkeiten her braucht es auch fast so eine Kantebildung. Also eigentlich, es täuscht schon noch, gell? Das ist so. Ist mir ein bisschen anders. Ich komme tatsächlich von der Kante. Ich habe die Kante angefangen und nachher abgebrochen. Aber es ist auch ganz gut ohne machbar. Also ich habe direkt Oberstift, der ist heute nicht da. Ja. Er ist in der Realschule, aber das schafft man auch so. Geht auch, ja. Sicher. Dann fängst du morgen an. Nein. Wäre das ein Beruf für dich, oder wie siehst du das? Ja. Ist noch interessant. Möchtest du etwas Handwerkliches lernen oder eher studieren, eher in die Kante? Ich glaube, es eher in die Kante. Okay. So, ja. Und ihr auch? Handwerker? Nein, ich weiß noch nicht. Und noch nicht, ne? Und du auch noch nicht? Ja, so nicht. Ja, man hört immer Fachkräftemangel, viele gehen in die Kante. Habt ihr noch die Schüler, die etwas Konstrukteur machen können? Braucht ihr recht grosse Fähigkeiten? Ja, er muss natürlich mathematisch stark sein, zeichnerisch, Vorstellungsvermögen muss er auch, ist bei uns wichtig. Und ja, wir haben noch nicht mehr so viel wie auch schon, weil es sind geburtenschwache Jahrgänge. Wir haben mehr Mädchen, die von kommen bei uns und Bursten haben wir immer noch. Aber mehr Mädchen haben wir auch in den letzten Jahren eingestellt. Ja, es hat schon noch, aber es ist schon weniger geworden. Und bringen denn alle durch? Also die Ansprüche wachsen also, das ständig, oder? Bis jetzt habe ich alle 23 durchgebracht. Das war immer eigentlich gut gewesen. Am Anfang sind sie gut reingekommen, irgendwann ist es ein bisschen tief und dann gegen Schluss geht dann alles eigentlich wieder recht top sein und dann, wenn es dann auch noch gut abschließt. Also ist eigentlich kein Problem, ja.
Du bist ja schon lange im Metier, du ruhst fast in dir selber, das ist gerade Nerven mit Drahtseilen. Da muss man es doch wirklich sagen, manchmal könnte es wirklich auf dem Beruf auch sehr stressig sein und kompliziert, oder? Ja, es kann schon werden, das ist natürlich in jedem Auftraggeber, jeder Projektleiter gleich und manchmal ist auch noch ein gewisser Druck rum, der dann eigentlich schon ein bisschen Stress macht, aber ja, in der Regel bei mir, ich tue den wieder alles ein bisschen neutralisieren, wenn es geht und ja, man muss schon relativ ruhig bleiben auch und eigentlich helfen und dass man miteinander weiterkommt, das ist eigentlich das Ziel. Ja. Du selber, was war dein Weg gewesen? Also bis zu dem Kurs? Ich habe Maschinenzeichner als früher geheißen gelernt und dann habe ich Ingenieur gelernt, Fachhochschule Liechtenstein dazumal. Und ja, so bin ich eigentlich in den Beruf reingekommen und dann haben wir da 1992 dann angefangen. Mit dem Büro oder mit dem CAD und so sind dann eigentlich die Stifte von der Maschinenfabrik zuerst noch gekommen und da haben wir den eigenen Stift eingestellt. CAD natürlich x-mal umgestellt, auch eine Kostenfrage natürlich, gell? Alles miteinander, nehme ich an. Ja, umgestellt wegen der Ausbildungen haben wir, es ist eine Kostenfrage, weil das erste Jahr sind sie eigentlich fast noch in Ausbildung, sind eigentlich fast noch weg. Das sind also nur etwa ein Monat, zwei, die da sind. Der Rest sind alles auswärts und das sind UKs, die dann auch kosten. Eigentlich, ja. Fitness zeigt auch, dass wir hochinteressante Firmen haben. Jetzt von Fumps auf Buchs zu der IMT, auch eine hochinteressante Firma, international tätig, aber natürlich ein Betriebsgeheimnis, so haben wir noch wenig können filmen. Wie machen Sie so, die Jungs und Girls? Ja, tipptopp. Ist ja das eine komplizierte Technik noch, gell, wenn man das erste Mal macht. Ja, der Einstieg ist sicher schwierig, ja. Aber sie machen das gut. Vor allem habe ich hier Unterstützung durch unseren Lehrling, der da auch super mitmacht. Zweites Lehrjahr? Erstes Lehrjahr. Erstes Lehrjahr? Genau. Wie bist du auf den Beruf gekommen? Ich habe mich schon immer für Informatik und Computer interessiert. Und dann habe ich einfach, ja, bin ich schnuppern gegangen und dann hat es mir sehr gut gefallen. Ja, dann bin ich so zu dem gekommen. Und ist es das, was du dir vorgestellt hast? Ja, mal, gefällt mir sehr gut. Auch mit grossen Klassen ohne Frauen drin, kein Problem. Ja, ja, das geht schon. Ist das ein Beruf, den du dir vorstellen kannst, oder bist du so dazu gekommen? Nein. Ist einfach zufällig mal da? Ja. Ist es noch kompliziert? Was jetzt musst du machen da? Ja. Und für dich? Auch nicht für mich. Nicht? Zu kompliziert? Ja. Was willst du noch machen, was für einen Berufswunsch hast du so? Eher handwerkliches. Handwerklich, hä? Und du auch eher handwerklich, oder? Nein. Tierarzt. Tierarzt? Warum bist du daher gekommen? Unsere Lehrerin hat uns den Vorschlag gegeben und dann habe ich das mal ausprobiert. Der Beruf wäre jetzt eher nicht für dich? Es ist schon spannend, aber es wäre jetzt nicht für mich, nein. Was stellst du so vor als Beruf? So etwas mit Kindern oder Tieren. Können wir das auch beschnuppern jetzt, bei diesen Fitness-Tagen? Nein, das bei Fitness nicht. Ja. Die ist eher so Hand, so Bauen oder so, eben jetzt so Informatik. Aber für dich gleich mal gute Erfahrung jetzt ja. Total. Ja, das schon. Gute Organisation, sagen alle, gell? Super. Super, wirklich super organisiert. Braucht schon noch ein bisschen einiges, oder, bis man so etwas herbringt, auf euch her, oder? Nehme ich an. Ja, selbstverständlich. Ich meine, da ist unsere Geschäftsstelle ist da, ist recht angespannt und recht gefordert, eben, um die gut 300 Kinder hier einzuteilen, in den verschiedenen Firmen einzuteilen. Dann gibt es wieder Mutationen, der andere das und der andere selbst und dann nachher. Aber sie machen das sehr gut und der Aufwand ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und du meinst, das bringt doch etwas fürs Handwerk? Hast du für den Fachkräftemangel? Ja, wenn man nichts macht, wenn man nicht probiert, dann kommt man nicht vorwärts. Und wir müssen das einfach probieren. Und den Jugendlichen eben von der 6. Klasse weg mal zeigen, was jetzt so für Berufe rum. Weil die haben sich vermutlich noch nicht so heim viel befasst mit dem. Und ich denke schon, dass das letzte Moment etwas wird hängen bleiben, etwas wird bringen. Da gibt es auch jetzt jedes Jahr, wenn es irgendwie möglich ist. Ah, das haben wir schon 10 Jahre. Das ist jetzt also das 12. Wir haben heute 10 Jahre Jubiläum, aber im 12. Jahr, Corona-bedingt, haben wir 2 Jahre nicht können machen. Aber es ist jetzt das 10. Mal, wo wir es wirklich live machen. Ja. Dann kann man so ein Spiel spielen. Man kann verschiedene Levels machen und you
Ein neues Jahr. Und herzlichen Dank, dass ihr hier dem Fitnessprogramm mitmacht. Super. Ist das dreimal gewesen? Zweimal bin ich gegangen. Und hast du einen Beruf jetzt kennengelernt, den du dir vorstellen kannst, oder bist du unentschlossen? Nein, ich bin unentschlossen eigentlich. Ja. Das heisst, du auch? Ja. Eher unentschlossen? Ja, unentschlossen. Ja. Also entweder so richtig KV oder so ein bisschen so ein Labor oder so. Also so weiß ich noch nicht genau. Aber eher so. Du, was möchtest du? Etwas Handwerkliches, eher Polymech oder Automech. Habe ich so im Sinn. Wie viele Mal bist du gewesen? Zwei Tage oder drei? Zweimal. Zweimal. Hast du etwas gesehen, was dir gefallen hat? Ja, also der Prof, also das hat mir sehr gefallen. Das kannst du dir vorstellen? Ja, schon. Da ist Manpower dahinter, bis das nochmal steht. Und dann ist das dreimal drei Nachmittag, kann man das den Jugendlichen zeigen. Also wirklich ein herzlicher Dank an euch für die Arbeit, die ihr hier auf euch nehmt. Es ist immer wieder spannend, oder, mit dieser Genauigkeit, die wir arbeiten. Also recht herzlichen Dank auch euch, dass ihr hier einen Beitrag für oder gegen den Fachkräftemangel leisten. Und so vielleicht, und das scheint mir auch wichtig zu sein, da die jungen Damen und Herren vielleicht auch ein bisschen Eindruck können gewinnen, ja, was eine mögliche spätere Berufswahl oder vielleicht, wenn man sich für den gymnasialen Weg entscheidet. Ich glaube, das ist auch wichtig, um sich so ein bisschen inskünftig aufs Berufs- oder Ausbildungsleben vorzubereiten. Also euch herzlichen Dank, dass ihr da mitmachen. Das ist toll. Ich hoffe, wir können einen Beitrag leisten für eure mögliche Berufswahl, wenn sie jetzt alle nicht sitzt. Wir waren jetzt schon 3 Jahre dieses Jahr. Und wenn ihr weitermacht, die 6. Klässler bis zur 1. Sek, könnt ihr ja neue Firmen konkret erleben. Sie sagt bewusst erleben, nicht einfach reinschauen, sondern ihr müsst ja etwas machen. Damit so könnt ihr auch eure Interessen und eure Neigungen ein bisschen ausloten. Und auch der Firma ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft. Das ist aber auch für euch eine Win-Win-Situation. Hoffen wir wenigstens, dass die Lehrstellen auch beleidigt werden, wenn es drauf und dran kommt. Beat, was nimmst du so mit vom heutigen Tag? Ja, verschiedenste Elemente natürlich. Bin ich sehr erfreut, mit welchem Engagement die Firmen die Nachmittage organisieren und eigene Leute zur Verfügung stellen. Aber sicher auch erstaunt, dass man sich natürlich schon in der 6. Klasse schon mit der Berufswahl auseinandersetzen tut. Und ich glaube, dass die Nachmittage, die bringen für die Jungen sicher sehr vieles. Jetzt bei dieser Firma hatte ich das Gefühl, es ist schon auf offene Ohren gestoßen, dein Tipp, oder? Forschung, Industrie ein bisschen zusammenbringen? Ja, natürlich, die Gelegenheit nutze ich immer wieder, dass man natürlich auch interdisziplinär denken und diskutieren kann. Und uns ist es auch ein wichtiges Anliegen, dass wir den Standort St. Gallen auch als Innovationsstandort nach außen vertreten können. Und nicht nur St. Gallen, ich sage jetzt im klassischen Sinn, als MEM-Industriestandort wahrnehmen, sondern eben auch als Standort, wo Start-ups die Arbeit aufnehmen können, wo Firmen gegründet werden, wo aber auch Innovation, sprich neue Technologien, können weiterentwickelt werden und so, sei das auf dem schweizerischen wie auf dem internationalen Markt, auch können schlussendlich abgesetzt werden. Es sind immer noch kleine Schräubchen, die etwas mit kleiner Dreieck zu etwas Grossem bewirken. Also, ich persönlich habe das Gefühl, die Anwesenheit von einem Regierungsrat ist jetzt da schon noch, finde ich, jetzt noch recht entscheidend, oder? Dass eben dein Interesse da ist, dass das auch ein bisschen spielt, oder? Für mich ist wichtig, dass ich regelmäßig im Austausch bin mit Unternehmungen, mit Leuten, die Unternehmungen auch prägen, um erfahren, wo sind Bedürfnisse, wo gibt es allenfalls so Probleme. Fachkräftemangel ist immer wieder ein wichtiger Diskussionsaspekt, eigentlich fast wichtiger als die OECD-Besteuerung zum Beispiel. Und darum geht es mir darum, oder mir ist wichtig, den Puls können zu spüren von den Unternehmungen und von den Mitarbeitenden.